Blick noch gar nichts. Jeden Tag was. Jeder, der sagt, er weiß, was er tut, jetzt vor allem im Social-Media-Bereich, der lügt. Es ist immer ein Versuchen und Irrtum. Und dann arbeitet man sich so durch. Ist so. So richtig schief? Ja, der erste Einkauf, würde ich mal sagen. Also das erste Mal, wo ich einkaufen gewesen bin, war, ja, die Hälfte der Ware habe ich dann irgendwie vertickern müssen, um die Hälfte. In einigen Dingen habe ich wirklich mal ein bisschen versemmelt. Und zwar haben wir mal einen Catering-Auftrag gehabt, einen recht großen, in Stuttgart von einem Kunden. Und unter anderem sollten wir dort ein veganes Curry mitbringen. Wir haben aber, warum auch immer, ein veganes Curry mit Hühnchen mitgebracht. Das war sicherlich ein bisschen in die Hose gegangen. Könnte man fort auch bei dem Kunden nicht mehr retten. Zum Glück waren aber noch weitere Anbieter mit da. Man konnte es dann noch einigermaßen gut verkaufen. Aber das ist wirklich mal in die Hose gegangen, das kann man so sagen. Ja, die Eröffnung haben wir kein EC-Cash. Das war etwas, etwas kompliziert, aber zum Glück haben wir einen Bankautomat in der Nähe und haben alle Kunden hingeschickt. Aber die alle haben mit Humor genommen. Werbung. Die ein oder andere Werbung geschalten, wo dann nachher einfach Geld gekostet hat, die nicht so zielführend war, aber es war ein Learning und ich möchte es auch nicht missen. Ich habe tatsächlich mal, aber da war ich noch ein bisschen jünger, da habe ich auch nicht, war ich auch noch nicht selbstständig, sondern habe selbst noch übersetzt. Da habe ich mich mit einem großen Auftrag sehr übernommen. Ich habe tatsächlich Tag und Nacht gearbeitet und kam mit dem Thema auch nicht klar. Es war so ein doofes, trockenes Thema. Ich wurde natürlich nicht fertig, ne? Aber bis zum letzten Moment noch geglaubt, ich schaffe das, ja. Und das ist so eine Enttäuschung, die so ein bisschen bleibt, aber auch so eine Sensibilisierung, die ich auch meine Übersetzer weitergebe, wenn du merkst, du schaffst es nicht. Sag frühzeitig Bescheid bitte, dann kann ich ja noch was tun. Ich denke, man macht immer wieder Fehler. Man hat wahrscheinlich jeden Tag irgendwas, was man im Nachhinein vielleicht anders gemacht hätte. Aber das Wichtige bei so einer Gründung finde ich immer, dass man überhaupt Entscheidungen trifft und sie nicht hinauszögert. Und dass man, wenn man mit 70, 80% der Zeit richtig liegt, dann trotzdem ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann.